Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy mit mir, der Steffi. Bei entweder, ja, ich weiß gerade mal nicht, wo wir letzte Mal waren. Ich guck mal direkt rein. Ah, okay, triff dich im verbotenen Wald mit Poppy. Sprich mit Ominous in der Katakombe. Eigentlich haben wir das mit Ominous zuerst bekommen. Wir machen das jetzt erst mit Ominous. Wir machen das. Dann bekommen wir noch angeblich das letzte, den letzten. Was ist das jetzt hier? Achso, die Zauberstab. Ja, nee, das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir noch nicht. So. Naja, wo ist es denn hier? Da. Dann sind wir mal gespannt, was wir jetzt. Also wir sollen jetzt den letzten. Ob es sicher ist, da reinzugehen? Mein Hund ist noch unterwegs, ne? Hier im. Wartet mal. So, es tut mir leid. Die braucht manchmal 2, 3 Einladungen, bis sie sich hinlegt. Tut mir leid. Wir machen direkt weiter. Und ich glaube, ich weiß ungefähr. Ja, das war letztes Mal so sehr durcheinander. Aber wir reden mal mit den Zweien. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht! Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Er will nicht auf mich hören. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Revelio. Okay, dann müssen wir den nah retten gehen. Wenn er denn zu retten ist. Wenn noch was von ihm übrig ist. Revelio. Als wir das letzte Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal öffnen sollten, ob das was bringt. Revelio. Nee, wir können hier anscheinend nichts mehr machen. Wo war das ist nur auf Null gesetzt. Du ihn gefunden habt? Da vorne, in der großen Halle. Bombarda. Confringo. Grazie. Confringo. Irgendwie jemand. Warte. Alles. Oh nee, ich wollte das gar nicht. Warte mal, das wollte ich. Alles okay, Ominous? Revelio. Wo müssen wir jetzt hin? Wo war denn jetzt der Weg hier, ne? So, dann kommen auch nochmal welche. Keine Spur von Sebastian. Confringo. Hinten komme ich nicht hin. Oh, jetzt bin ich unten. Welcher kämpft für uns? Naja, der nicht. Rennen sie jetzt alle mal an.
Sehr gut. Das Ding brennt. Gut. Warte bitte kurz. Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi? Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte, zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und das Erste mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Sei vorsichtig. Oh Gott, ist das uns auch mal allein? Ja, ja. Da kommen die Nächsten. Okay, die hat er jetzt alle beschworen, ne? Oder der kann wirklich nicht ganz dicht sein, der Junge. Was ist denn da? Da müssen wir sogar lang. Das ist eine Spinne? Incendio. Revelio. Hä? Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Finde Sebastian, komm. Sebastian. Sie sind überall. Warte. Noch einer? Wieso kommen denn noch so viele? Okay, ich muss das hier erstmal sammeln. Und jetzt? Wie sind wir an? Wir sind ja hier anscheinend nicht richtig. Ich bin hier falsch gegangen. Ich hätte hier, glaube ich, gar nicht hingemusst. Oh, ich kann ja nichts vorbeigehen gerade, ey. Das nervt voll. So, jetzt weiter. Was macht er denn auch? Er war schon so komisch beim letzten Mal. Ne? Revelio. Wir gehen jetzt einfach andere Seite lang. Oder da? Nee, da kamen wir her, oder? Diese Inferi wirken überhaupt nicht kontrolliert. Was? Incendio. Mehr geht nicht ohne das da. Confringo.
Revelio. Aber da wollte ich gar nicht. Jetzt kommt da auch noch einer raus. Findung! Barbe! Confringo! Hey, wo muss ich denn jetzt hin, Mensch? Hier wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Ich habe keine Ahnung, ich hab voll die Orientierung verloren, wo ich schon war und wo nicht. Revelio. Okay, von da kamen wir. Okay, müssen wir dann da runter oder was? Oder kamen wir, ne, da war ich ja auch schon. Theoretisch. Hier war ja nichts. Er war ja hier nicht. Oder sollte er da hinten sein? Nein. Hier ist er nicht. Na schön, dann wollen wir noch mal woanders suchen. Ich habe keine Ahnung, wo, Leute. Wo sind wir denn lang gekommen? Anna, oder müssen wir da lang? Ich habe keine Ahnung, wo ich schon war, wo ich noch nicht war. Hier war ich anscheinend noch nicht. Oben ist er doch. So, also Kumpel. Ist das nicht unglaublich? Was ist los hier? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat, aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Akio-Relikt. Moment, ich war... Ich... Das Relikt! Das wirst du büßen! Das Relikt sollte erbrechen. Au, was hab ich denn damit zu tun? Confringo! Descendo! Confringo! Wieso hat er das denn auf mich abgesehen? Ich hab damit gar nichts zu tun. Wieso, was hab ich? Ich hab doch gar nichts damit zu tun. Warum will der denn nicht unbedingt?
Protego! Stupa! Confringo! Descendo! Incendio! Incendio! Tja, das musste einfach sein. Confringo! Levioso! Junge, warum... Nun kämpft er denn gegen mich? Du sollst uns doch beschützen! Ich beschütze euch doch, du dummer Junge! Descendo! Confringo! Protego! Confringo! Junge, hör auf, sonst... Levioso! Protego! Stupo! Ja! Incendio! Levioso! Protego! Confringo! Bombarda! Defendo! Musste einfach sein. Stupo! Confringo! 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 Levioso! Ich will eigentlich nicht gegen ihn kämpfen, Leute, aber anscheinend muss ich, ne? Confringo! Jetzt bist du zu weit gegangen. Hey, Levioso! Protego! Levioso! Du willst doch von... Lassello, halt! Du bist keine Freundin meines Neffen! Levioso! Jetzt hör auf, Junge. Ich will dich doch nicht töten, Mensch. Confringo! Confringo! Defendo! Kann das nicht tun, tut mir leid, aber... Ey! Das war nicht in seine Richtung, aber gut. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf! Ich lasse sie nicht leiden! Avada Kedavra! Depulso! Gott, die Arme. Eine Geschichte, die was nicht gut ausging. Was hast du getan? Ich? Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Bleib hier. Sebastian, ach, Junge, warte. Du sollst nicht gehen. Ich habe ihn eingeholt, aber irgendwie... Ich glaube, wir müssen bis zum Ausgang kommen dann mit ihm. Oh Mensch, dass das so kommt, das war doof. Aber das kommt immer dazu. Egal, was man macht, egal, was man wählt. Ja.
Das kommt immer dazu. Man kann dieses Ereignis leider nicht. Aber es muss eine Geschichte geben, die auch nicht so schön endet, ne? Es ist ganz klar, ne? Ah, das tut mir voll leid. Ach, Menno. Der Onkel da, der Onkel hat sich ja eigentlich wirklich gut um die gekümmert, ne? Und jetzt ist die ganz allein, Rinford. Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin, innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da, nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Ich kann nicht klar denken. Ich muss gehen. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian! Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Das sieht man. Treffen uns später in der Krypta. In Ordnung? Ja, in Ordnung. Können wir da direkt hin? Ach Mensch, das ist doch echt doof. Wo war denn nochmal die Krypta? Ein. Wo war die blöde Krypta? Seht ihr was, was ich auch sehe? Ich will das nicht. Okay, pass auf. Ich weiß jetzt gerade mal gar nicht, wo die Krypta war. Also, um ehrlich zu sein. Irgendwo hier muss es gewesen sein, ne? Ja, hier. Haupthalle. Wir gucken mal ganz kurz. Irgendwo da muss ja in irgendeiner Ecke die Krypta gewesen sein. Aber ist das doof, wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wo. Ohne genaue Flohflamme weiß ich es nicht mehr. Das kann hier überall gewesen sein. Ich glaube, wir müssen hoch. Oh, tut mir leid, Leute. Wo war die Krypta? Warte mal, hier glaube ich, oder? Hast doch auf. Oder in dem anderen Teil? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich will doch nur die Krypta finden. Keine Ahnung mehr, wo die war, jetzt wirklich nicht. So, die Krypta nach unten. Nee, dahinter. Hä? Irgendwo. Dahinter, ne? Müsste es gewesen sein, oder? Jawohl. Ich weiß nicht, ob wir mit ihm sprechen können oder ob das noch nicht geht, aber wir versuchen es jetzt auf jeden Fall. Ach Mensch, dass es immer so endet, ne? Manchmal dann. Oh. Ich wollte fragen, ob du mir einen Fluch beibringst, den du erwähnt hast. Ach ja? Welchen? Ich möchte lernen, wie man den Todesfluch wirkt. Nach all dem, was passiert ist? Nun gut. Du musst deinen Zauberstab sehr präzise führen. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Willst du noch andere Flüche lernen? Das ist alles, was ich lernen wollte. Danke. Natürlich. Dieses Wissen würde ich niemandem sonst auf der Welt anvertrauen. Lass uns bald nochmal sprechen. Okay, den habe ich nämlich beim letzten Durchlauf gar nicht gelernt. Dann wollen wir mal. So, jetzt haben wir alle Zaubersprüche, die wir
Was ist ausgerechnet der Zauberspruch? Ja, hier, der seinen Onkel umgebracht hat. Aber gut. Ja, was will man machen? Also ganz ehrlich, das da, ne? Vivioso habe ich eigentlich gar nicht mehr und benutze ich auch gar nicht mehr. Da könnte ich theoretisch den Zauberstab hinmachen. Den hier. Weil ich nehme es ja, wenn ich ein Tier fange zum Beispiel, mache ich das ja immer so, ne? Also wir können auf jeden Fall nicht mit ihm sprechen über die... Poppy ist noch da, Zauberstabbeherrschung. Ja, ja, ich weiß, aber erstmal... Haben wir jetzt, ich würde sagen, wir fangen, oh, das ist so schwierig, ne? Vielleicht machen wir wieder eine Ausrüstungs, da haben wir auch nicht so viel. Aber da ist jetzt nicht unbedingt die Spitze vom Eisberg, ne? Ach Mann, der Arme. Talente haben wir sogar ein, Tatsache. Wollten wir nicht noch irgendwas... Nee, hier war nichts, ne? Oder? Na komm, machen wir das. Ich bin gerade mal total sprachlos, Leute. Und, möchte die Folge dann auch an der Stelle beenden, weil mich zieht das gerade voll runter so. Das tut mir so, so leid für ihn und auch für die Schwester und... Ah, das ist so blöd. Ja, also ich würde sagen, auch wenn das eine sehr kurze Folge ist, wir hören uns in der nächsten und ja, da machen wir ein bisschen was anderes. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.